Seit der Bücherverbrennung war im Dritten Reich kein Platz mehr für die Literatur, die nicht konform war. Und die Dichter und Schriftsteller gingen, soweit es ihnen möglich war, in die Migration, ein guter Teil auch zunächst in die Schweiz. Und da war der Verleger Emil Obrecht, der ihre Bücher druckte und verlegte. Und da war Thomas Mann mit seiner Zeitschrift Maß und Wert, der die Möglichkeit der Publikation gab für Schriftsteller und Literaten. Und ganz in der Nähe der Buchhandlung Obrecht liegt das Café Odeon. Schon im Ersten Weltkrieg und besonders später im Zweiten war das Café Odeon in Zürich zum Treffpunkt von Emigranten und Künstlern geworden. Und vor allen Dingen in der Zeit unmittelbar nach dem Krieg, da war das Café Odeon das geistige Zentrum, wo nun hier man schrieb, arbeitete, diskutierte und Kaffee trank oder auch Schnaps. Am 1. Juli 1911 hatte eine Zeitungsanzeige die Eröffnung des Odeon im Wiener Kaffeehaus Stiel publik gemacht. Und schon bald entwickelte es sich zu einer literarischen und politischen Institution. In friedlichen Jahren trafen sich hier vor allem die Literaten und Künstler. Besonders die Dadaisten lieferten sich hier wahre Rededuelle. In politisch heißen und besonders in Kriegszeiten bot das Odeon sich als Refugium an für Emigranten ganz unterschiedlicher politischer Richtungen. Ein Wartesaal der Geschichte. ...1915 treffen im Odeon die ersten Emigranten ein. Aus Protest gegen die Kriegspolitik ihrer Länder haben sie ihre Heimat verlassen. Einer, der sich die 65 Rappen für den Tee nur sehr selten leisten konnte, wartete in Zürich auf den Tag, wo er mit der Eisenbahn des kaiserlichen Deutschlands in seine Heimat zurückreisen kann. Sein Name war Ulyanov, besser bekannt als Lenin. Der Schweizer Regisseur Kurt Früh drehte im Odeon einen Spielfilm. Titel: Café Odeon. Seine Frau, die Schauspielerin Eva Früh, spielte darin eine Hauptrolle. Sie erinnert sich an viele berühmte Leute, die im Odeon verkehrten. Ja, wenn ich da aufzähle, wer saß da alles da? Also vor allem Max Frisch. Dürrenmann sicher auch, wenn er hier und da nach Zürich kam. Dann Elsa Lasker-Schüle, die in der langen Zeit in Zürich verbrachte, die verkehrte hier. Walter Mehring verkehrte hier. Er saß immer im Odeon und schrieb. Nicht alle Literaten, die hier waren, kamen, um zu schreiben, sondern um sich zu unterhalten und vor allen Dingen, um Zeitungen zu lesen. Dieses Café war ein Café für Zeitungsleser. Wir hatten dazumal sicher 30 verschiedene Zeitungen. Und die Stärke eines Kaffeekellners war, für seine Gäste die Zeitungen im Bahnhofkiosk zu kaufen und sie dann zum Café auszuleihen. Also die Leute sind stundenlang in einem Café mit einem Glas Wasser gesessen, haben sich je nach Bedürfnis dann 3, 4 Zeitungen geholt und die nicht mehr aus der Hand gegeben, bis sie wieder erwärmt waren und ihren Wissensdurst gestillt hatten. Ja, es war wirklich ein sehr spezielles Café, weil so viele verschiedene Gesellschaften im gleich kleinen Raum zusammensaßen. Und da waren einmal, ja, also ich fange mal an, da oben in der Ecke, da saßen die Hürchen, die da nach ihrer Arbeit sich da hinsetzten und sich da trafen. Und dann auf der anderen Seite waren dann wieder in einer ganz anderen Ecke unsere berühmten Emigranten, die in der Zeit da waren. Kästen war ein Mann, ich kannte ihn gut, der nur im Kaffeehaus schreiben konnte. Der nie zu Hause einen eigenen Schreibtisch besessen hat, auch nie eine Wohnung, nur im Hotel sein Leben lang. Und sein Arbeitsplatz waren die Kaffeehäuser.
Das Odeon dampfte vor Literatur, sagte der Schriftsteller Walter Serner. Karl Kraus gab seinem Werk Die letzten Tage der Menschheit unter seinen Lüstern und an seinen Marmortischen den letzten Schliff. Der Züricher Physikprofessor Albert Einstein diskutierte hier mit Studenten. Else Lasker Schüler soll zuweilen mit Bonbons bezahlt haben. Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky, Ernst Rowohlt. Die Liste der berühmten Namen ist lang. Alfred Kerr, James Joyce, Wilhelm Furtwängler, Franz Wedekind. Sie alle tranken in diesem Etablissement Kaffee. Und auch Geistreicheres. Damals, kurz nach dem Krieg, war Zürich wirklich ein internationaler Treffpunkt für Literatur und Kunst. Und dann traf ich 1947 Erich Kästner. Und er verliebte sich Hals über Kopf in mich. Warum, weiß ich nicht, aber so passiert das eben dann. Und diese Freundschaft dauerte doch immerhin so zwei, drei Jahre. Und dann schrieb er natürlich lustige Briefe. Also, und das fing so an. Mein Schätzchen, mein Herzklopfchen, mein Spargelbettchen und mein Spaziergärtlein. Und dann schreibt er mit Recht, na also wenn das keine Anrede ist. Und Kästner saß damals also auch im Odeon und schrieb, und zwar schrieb er damals sein Kinderbuch Das doppelte Lottchen. Der sagte da auch ganz nüchtern, ich muss jetzt endlich ein Kinderbuch schreiben, damit ich mal wieder zu Geld komme. Und das wird ja dann in alle Sprachen übersetzt. So entstand ein Teil des doppelten Lottchens, auch im Café Odeon. Die saßen alle da an ihren Tischen, also da oben, nicht mehr an dieser Seite, sondern es spielte sich alles da oben ab, wo jetzt leider eine Apotheke ist. Und auch als dritte Gruppe kamen Schüler und Lehrer von dem Namen Gymnasium. Kamen daher und nach der Schule setzten sich hierher. Und jeder hatte so seinen Platz, wo sie zusammensaßen. Gegen Ende der 60er Jahre ging es mit dem Odeon bergab. Es wurde Hasch und Marihuana geraucht und gedealt. Henrik Kästlin, der Mann, der mittlerweile den Gebäudekomplex erworben hatte, schloss 1972 kurzerhand das Café. Der heute über 90-Jährige gilt als steinreich und ist Nachfahre einer alten russischen Bankiersfamilie, die einst vor jener Revolution floh, die der ehemalige Odeon-Stammgast Lenin Jahrzehnte zuvor nach Kräften betrieben hatte. Das Odeon wurde 1972 durch eine Mauer in zwei Teile getrennt. Der viel größere Teil, in dem früher Künstler und Literaten diskutierten, wurde vermietet. Der kleinere Teil ist das heutige Odeon. Großflächige Spiegel kaschieren die Mauer, um so alte Größe vorzutäuschen. Die Intellektuellen oder die Literaten und die Dichter saßen alle eigentlich in dem Teil, der heute von der Apotheke belegt ist, des Odeons, den es nicht mehr gibt. Dort war es auch sehr still. Die Leute lasen Zeitung und die Tische waren nicht reserviert. Aber sie wurden selbstverständlich freigehalten für diese Klientel, die sich dorthin zurückziehen wollte. Auch die Bar im Obergeschoss wurde 1972 geschlossen. Ach ja, den ersten Stock, den gab es ja auch. Da saßen die vielen Emigranten, die damals in Zürich waren. Und da sie nichts zu tun hatten, den ganzen Tag spielten sie dort oben Karten. Für viel Geld, also relativ viel Geld. Römi und Bridge. Und abends, das war wieder ganz anders. Das war, ich glaube, es war damals die einzige Striptease-Bar in Zürich. Und da kam natürlich dazu wieder ein ganz anderes Publikum. In diesem Nachtclub strippte übrigens ganz zu Anfang eine Erotikblume namens Margarita Gertrude Zelle. Später besser bekannt und berühmt geworden als die Spionin Mata Hari.
Das Café am Bellevue-Platz in Zürichs bester Lage hat mit dem ursprünglichen Café Odeon nicht mehr viel gemeinsam. Seit 20 Jahren gibt es auf der einen Seite eine Art Rumpf-Odeon ohne jeden literarischen Ruf und auf der anderen eine Apotheke. Doch viele Bürger wehren sich gegen diesen Zustand, fordern den Rückbau. Es wäre von vielen, vielen Einwohnern von Zürich ein großer Wunsch. Aber hier geht dem Besitzer Profitdenken eben leider. Das ist ihm wichtiger, als das Odeon wieder so. Dieser ganze Teil hinten ist umgewandelt worden. Zuerst war es eine Kleiderboutique und dann zwischendurch irgendein Kleidergeschäft, ein billiges. Und jetzt ist es leider eine Apotheke geworden. Und ja, man hat alles versucht. Es gibt einen Mann hier in Zürich, einen Architekten, Herr Müller, der hat schon alles versucht, um das wieder. Er hat Geld gesammelt, er hat es dem Besitzer angeboten und gesagt, wenn wir so und so viel Geld haben, würden Sie es wieder zurückbauen. Nein, 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 das bringt kein Geld mehr. Die Leute sitzen schon wieder stundenlang an einem Café und das kommt nicht rein. Und vor allem behauptet er, die Zeit sei vorbei, wo es solche Cafés gegeben hat. Deshalb hat der Architekt im Ruhestand Werner Müller, Odeon Müller genannt, eine Initiative gegründet, der es um die Wiederherstellung des weltberühmten Literaten- und Emigrantencafés geht. Doch der Hausbesitzer steht auf dem Standpunkt, Literatencafés haben sich in Europa überlebt und Kaffee wird heute im Büro getrunken. Aber Odeon Müller kämpft weiter. Immer wieder inszeniert er spektakuläre Happenings, um so die Bürger für das alte Odeon zu interessieren. Er möchte, dass es wie Phönix aus der Asche aufersteht.